Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich noch mal ein bisschen mit euch basteln und zwar basteln wir heute eine passive Pegelanzeige. Einer von euch Zuschauern hatte mich gebeten, mal so ein VU-Meter umzusetzen. Leider, nachdem ich die Platine schon bestellt hatte, stellte sich heraus, dass ihm 6 LEDs an der Stelle nicht reichen. Also an dieser Stelle erstmal Entschuldigung dafür, dass wir jetzt leider doch mit den 6 LEDs arbeiten müssen. Ich denke aber trotzdem, zum Veranschaulichen, wie das Ganze funktionieren kann, sollte dieses Projekt erstmal reichen. Und wer gerne mehr LEDs in der Anzeige haben möchte, kann dieses Prinzip ja entsprechend erweitern. Ich habe wieder Post von PCBWay bekommen, irgendwie naheliegend bei Platinen. Ja, wenn ihr also mal für euer eigenes Projekt eine Platine braucht, schaut auf jeden Fall bei PCBWay vorbei. Den Bestellprozess und was ihr sonst noch alles auf der Homepage von denen findet, habe ich euch hier oben mal in einem Video zusammengefasst. Link dazu also in der Infobox. Solltet ihr noch nicht wissen, wie man eine Platine selber herstellt, wie man die designt, können wir euch auch dabei helfen. Denn Jürgen hat uns letztes Jahr ja ein KiCad-Tutorial erstellt. Auch das verlinke ich oben in der Infobox. Darin erklärt er wirklich absolut anfängerfreundlich von Beginn an mit der Installation von KiCad bis zur Bestellung der fertigen Platine alles Schritt für Schritt, so dass es wirklich jeder verstehen und nachvollziehen kann, wie ihr zu eurer eigenen fertigen Platine kommt. Schaut einfach mal rein, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie gesagt, wenn ihr eine Platine bestellen wollt, schaut bei PCBWay vorbei. $5 für bis zu 10 Platinen gehen als Prototyp durch, kann man absolut nicht meckern. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, oben in der Infobox und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Und ja, schauen wir doch mal rein, was die mir geschickt haben. Einen Kugelschreiber von PCBWay und hier natürlich die Platine. So sieht die Platine von hinten aus und ich würde sagen, die packen wir jetzt als erstes mal aus. Und so sieht die Platine jetzt von vorne aus. Das hier wäre dann die Rückseite des Ganzen. Ja, und dazu habe ich jetzt hier schon eine große Kiste voll mit Zinnerdioden, mit Widerständen, mit LEDs, mit Transistoren. Und ich würde sagen, ich blende euch hier mal kurz den Schaltplan ein und danach geben wir uns direkt ans Verlöten. Bevor ich jetzt anfange zu löten, vielleicht noch ein Punkt in eigener Sache. Und zwar, solltet ihr noch irgendwas bei Amazon oder eBay bestellen müssen, würde es mich riesig unterstützen und freuen, wenn ihr dafür meine Partnerlinks nutzen würdet. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dabei handelt es sich um Affiliate-Links, heißt, ich bekomme eine kleine Provision. Ihr bezahlt natürlich das Gleiche wie sonst auch. Würde mich riesig freuen und unterstützen. An der Stelle vielen Dank schon mal dafür. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo direkt da. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die Platine zu bestücken und zu verlöten. Ja, hier seht ihr jetzt alle Bauteile. Hier habe ich mir den Schaltplan daneben gelegt. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt einfach mal los. Ich spanne mal die Platine hier ein. Und wir beginnen jetzt erstmal, die ersten Teile zu montieren. Ich fange jetzt mal hier links an. Hier haben wir C1 und C2. Und da sehen wir hier im Schaltplan, da haben wir die beiden Kondensatoren und die platzieren wir jetzt erstmal auf der Platine. Hier auf der Platine seht ihr, da sind die zwei weißen Flächen in dem Kreis vom Kondensator markiert und da müsst ihr darauf achten, bei diesen Kondensatoren, das Minus ist hier auf der Seite immer markiert, die andere Seite ist schwarz, also die Minusseite auf die weiße Fläche. So biege ich hier die Beinchen immer ein bisschen auseinander, so kann der Kondensator hier nicht mehr rausfallen und ich habe immer noch die Möglichkeit, hier unten die Beinchen nachher sauber zu verlöten. Machen wir weiter hier oben mit dem R1, den suchen wir jetzt mal. R1 ist hier, 33 Ohm Widerstand, den biege ich schon mal ein bisschen vor und dann können wir den hier durchstecken. Und auch die Beinchen biege ich unten drunter wieder ein bisschen weg. Kommen wir zur D1-Diode. Wir suchen sie im Schaltplan. D1 haben wir hier oben. Das ist eine 1N4003. Und auch hierbei müssen wir wieder darauf achten, die Diode hat hier auf der Seite einen silbernen Ring. Die andere Seite ist komplett schwarz. Und diesen silbernen Ring, der ist auch hier wieder auf der Platine markiert. Da können wir wieder dran erkennen, wie rum die Diode hier drauf muss.
draufsetzen, Beinchen unten ein bisschen wegbiegen und weiter geht's. R4 kommt hier als nächstes. R4 ist ein 270 Ohm Widerstand. Beim Widerstand ist uns die Richtung egal. Dann kommen wir direkt zum R3. Der R3 hat 390 Ohm. Dann haben wir unten den D2. So, und die D2, das ist die erste Zinnerdiode und zwar mit 30 Volt und 1,3 Watt. So, und bei den Zinnerdioden, eine Seite ist in diesem Fall mit einem schwarzen Ring markiert. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Auf jeden Fall, dieser Ring ist wieder auf der Platine markiert. Immer alles, was Dioden sind, ist die Richtung entscheidend, denn Dioden sperren ja in eine Richtung den Stromdurchfluss. Und deshalb ist hier die Stromrichtung entscheidend, also auch die Richtung, wie rum wir diese Diode auf der Platine platzieren. Und es geht weiter mit D5. D5 ist hier oben 2,4 Volt und 0,5 Watt, also auch wieder eine Zinnerdiode. Und weiter geht's mit D8. D8 ist 7,5 Volt bei 0,5 Watt, auch wieder eine Zinnerdiode. Die haben wir auch und machen weiter mit der nächsten Diode. Das ist die Diode D10. D10 haben wir eine 18 Volt 0,5 Watt Diode. Kommen wir direkt zu D14. D14 sind 36 Volt und 0,5 Watt. So, und jetzt fehlt hier noch ein Widerstand und drei Dioden. Fangen wir mit dem Widerstand an. Das ist R2. R2 hat 470 Ohm. Dann kommen wir zu D4. D4 hat nochmal 30 Volt bei 1,3 Watt. Und wie ich gerade sehe, die D7 direkt daneben ebenfalls. Nehme ich mir hier also direkt zwei Stück. So, und jetzt fehlt hier in der Ecke noch die D12. D12 hat 27 Volt bei 0,5 Watt. So, und so sieht die Platine jetzt aktuell aus. Unten drunter wird es langsam schon ein bisschen wüst, aber wir arbeiten uns gleich einfach von der einen in die andere Richtung durch, dann knipsen wir immer die Beinchen weg und dann kommt man hier an die Lötpunkte auch ganz gut dran, das seht ihr aber gleich. Wir machen jetzt erstmal weiter, hier kommen noch die MOSFETs hin, hier oben noch die LEDs und dann sind wir fertig und können das Ganze verlöten. So, und jetzt fehlen hier eigentlich nur noch die 6 LEDs. Hier haben wir D3, D6, D9, D11, D13 und D15. So, und D3, schauen wir mal eben kurz, ist eine grüne LED, das heißt die 15, die letzte ist rot. Hier oben haben wir also den höchsten Pegel. Und auch bei den LEDs müsst ihr wieder auf die Richtung achten. Hier ist der Kreis nicht ganz rund, sondern bei den LEDs auf der Platine ist eine Kante etwas begradigt. Hier diese Seite eher zum Platinenrand hin, der ist vom Kreis etwas gerade abgeschnitten, wenn man so möchte. Und diese Kante, die gibt es auch an den LED-Köpfen oben. Hier an dem Rand ist auf jeden Fall auch eine gerade Kante und die muss dann logischerweise auch hier auf die gerade Kante auf der Platine. So, und damit ist die Platine jetzt fast schon fertig bestückt. Unten drunter seht ihr noch das pure Chaos. So, und das Einzige, was noch fehlt, ist hier der J1. Und dabei handelt es sich hier um so eine Schraubklemme. Einfach, damit wir nachher auch das Lautsprecherkabel daran anschließen können. Die setzen wir jetzt auch noch eben hier drauf. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal um, klemmen es hier erstmal wieder ein und beginnen das Ganze zu verlöten. Ja, und so ist die Platine fertig. So sieht das Ganze jetzt nochmal von oben aus. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Hier an diese Schraubklemme schließen wir jetzt gleich einfach den Lautsprecher an. Und ich würde sagen, dafür gehen wir jetzt mal eben runter ins Wohnzimmer. Und wir schließen das Ganze mal an die Anlage an und schauen mal, ob das auch so funktioniert wie gedacht. Ja, ich war gerade mal unten im Wohnzimmer, also das ist leider so ein kleiner Verstärker. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einfach keine anständigen Anlagen mehr bei mir im Haus, die irgendwie mal mehr als 50 Watt oder so haben. Also ich betreibe irgendwie alles nur noch mit kleinen Lautsprechern und höre eh nur noch so überwiegend Hintergrundmusik. Von daher
habe ich jetzt einfach mal meinen alten Verstärker aus dem Auto nochmal rausgekramt, habe da jetzt mal mein Netzteil dran gehangen. Heißt, ich kann den jetzt auch nicht auf voller Leistung fahren, aber so kriegen wir wenigstens mal die Hälfte der LEDs hier ans Laufen, dass ich euch das Ganze zumindest mal zeigen kann, dass es funktioniert. Grundsätzlich ist das Ganze ja bis 100 Watt, glaube ich, ausgelegt. Heißt also, wenn ihr größere Anlagen verwendet, die auch mehr Druck haben, dann bekommt ihr auch die letzten LEDs ans Laufen. Bei mir leuchten jetzt erstmal nur die ersten drei. Ich würde sagen, ich schalte das Ganze jetzt einfach mal ein. So, und jetzt spielen wir mal etwas Musik ab. Und wie man sieht, die erste LED glimmt jetzt auch so leicht. Und wenn ich das Ganze ein bisschen lauter drehe, seht ihr, die LEDs flackern auch schon. Ich bin jetzt so bei 40%. Und wenn ich jetzt weiter aufdrehe, dann sieht man auch, die LEDs werden immer heller. Ja, und jetzt gleich bin ich schon auf 100%. Und da seht ihr auch schon, mehr als diese drei LEDs bekomme ich hier einfach nicht ans Laufen. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich jetzt gerade hier keine dicke Autobatterie dran habe, wo der Verstärker richtig Leistung abziehen könnte, sondern nur ein kleines regelbares Netzteil. Das liefert scheinbar auch nicht genug Ampere. Aber so seht ihr, lässt sich das ganze System zumindest nutzen. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen runter geregelt und man sieht, die LEDs dimmen auch immer weiter runter. Wenn ich jetzt mal nur noch auf 16-17% bin, dann leuchten nur noch die ersten beiden LEDs. Also ihr seht, das System an sich funktioniert. Wer jetzt hier andere Abstufungen haben möchte, der müsste sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr in das Thema 10er Dioden einarbeiten. Also da kann man sicher mit den Werten auch noch ein bisschen spielen und dementsprechend das Ganze an seine Bedürfnisse anpassen. Ja, das war's mit dem Video zur passiven Pegelanzeige. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Sollte ich doch noch irgendwas vergessen haben oder ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten steht euch auch wie immer unser Discord zur Verfügung. Link dazu findet ihr oben in der Infobox. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sagt einfach bis zum nächsten Video. Ciao!